kann man mal wieder sehen, wie hoch darin das Wasser gestanden ist. Einen guten Dreiviertelmeter am Weg. Der Boden, der lädtelt so richtig und da hinten ist auch noch so ein feuchter Fleck. Wilder Greifvogel. Wird leider weg. Nein, kommt noch mit zurück. Aber fliegt davon. Ja. Ab in den Dschungel. Ja, da ist wieder mal herrlich erinnern. Aber das war eh klar. Ja, zum Glück ist schon wirklich schön trocken da rein. Und somit kann ich da auch schön durchgehen. Schauen wir mal, was wir entdecken. Hat auch wieder genug Baum umgebracht. Ja, ist so. Gehört dazu. Vogel und Spinnen. Ja, servus die Mauern und grüß euch die Buben. Ich bin wieder mal in bekannten Gebiet, für mich zumindest. Ja, dadurch wieder alles so dicht verwachsen, schaut wie gesagt wieder alles ein bisschen anders aus, aber da herin kenne ich mich halbwegs aus. Das ist auch nicht so ein riesengroßes Areal. Ja, da werden wir ein bisschen durchzischen, schauen wir, ob wir was entdecken können. Und eine Kleinigkeit zum Essen habe ich dabei, Käfchen und ja, einfach nur ein bisschen relaxen, ausschalten. Wir haben auch nur 23 Grad heute, das ist wirklich angenehm. Weil morgens ist schon wieder warm werden und dann ist das eh schon wieder zu viel. Jetzt ist es gemütlich zum Gehen. Wir haben zwar Gößen da, klar, mein, der Marcel rennt schon mit. Eingesprüht bin ich auch ein bisschen. Daher habe ich ein bisschen Ruhe. Also, schauen wir, was wir entdecken. Jetzt wieder ein bisschen dichter. Schön. Ah, da schaut schon sehr idyllisch aus da herin. Herrlich. Ah, da ist doch einiges Neues herin umkippt. Ja, die sind alle noch grüner. Haben sie verfangen irgendwo. Schön. Gefällt mir. Ja, ich denke, das Platzl da schaut nicht so schlecht aus. Da vor mir da ist alles frei. Da kann nicht viel passieren. Ja, den werden wir einnehmen. So, werden wir da meinen Rucksack gemütlich aufhängen heute. So, perfekt. Mal gleich mal in der Marcel da in die Nähe stellen. Mal schauen, ob ich nicht das Platzl tauschen muss. Das ist schon ziemlich verbraucht. Schauen wir mal. So, bauen wir mal mein T-Shirt auf. Und den werden wir da irgendwo herstellen. So, das geht schon so. So, ich habe mir es einmal gemütlich gemacht. Ich habe heute wieder mein Diätpfandl dabei. Solostoff habe ich aufgebaut. Ich habe, wie gesagt, ein paar so Kiefernzapfeln habe ich mir mitgenommen. Und eine kommen, ein paar so Speckwürfeln habe ich zweimal. Meinem Pfandl wird nicht alles reinmassen. Mache ich auf zweimal. Ein bisschen Paprika noch, verschiedene Formen, haben wir daheim schon klar geschnitten und bleib stehen. Je, ein Ei dann noch dazu, also habe ich zweimal was Gemütliches zum Essen. Und diesmal habe ich so einen
Die habe ich, glaube ich, schon seit 2 Jahren daheim. Das sind diese Schüsseln aus Bananenblätter getrocknet. Also die sind, ja, geil, jetzt habe ich aber schon so lange daheim liegen. Jetzt muss ich es einmal in Einsatz anbringen, die will ja fast nichts. Kann man sogar notfalls verbrennen dann. Ja, wie gesagt, Diätpfandl passt ja nicht, weiß Gott wie viel eine. Dadurch machen wir es auf 2-mal. Und das passt dann schon. Da haben wir einen kleinen Blick auf meinen Solostoff. Liegt schon los. Und wie gesagt, das ist ein kleiner Blick, was ich da sehe. Machen wir einen kleinen Schwenk. Richtig Dschungel, so wie sie sich gehört. Genau so muss das sein. Da fühle ich mich am wohlsten, ehrlich gesagt. Herrliche Ruhe. Ja, ab und zu kommt der Flieger vorbei, aber gut. Das muss man quasi in Kauf nehmen. So, die erste ist schon erledigt. Ist die zweite Fuhr drin. Ja, und so schaut es hinter mir aus. Leider kommt schon wieder ein Flieger, aber hinter mir ist es genauso schön. Schön dicht. Eierl dazu. Ich werde nicht alle 2 reinbringen. Na, naja. Eins noch an der Nebe Zeit. So, nein, das geht ja wirklich ratzifatzi. Machen wir den noch einmal kurz dazu rein da. Das ist okay, darüber. Ah, schaut euch das Schüssel mal an, ist das nicht lecker? So, mein Löffel noch. Und jetzt würde ich sagen, los geht's, Mahlzeit. Herrlich. Energy Melone. Na, kommen die Gößen her. Ich glaube, mein Blatterl haben der Marcel schon ziemlich verwirkt. Aber, ja. Nun geht's. Ja. Sie kommen näher. Ich glaube, ich werde mein Blattl dann tauschen. So, da kommt jetzt mein neues Blattl rein. Das. Ich zähle nicht mit, wie lang das schon drin ist, aber sicher länger als wie was wirken soll. Jetzt wird gleich Ruhe sein, wenn das neue anschlägt. Ja, und das ist das. Der Rest von den Bananenblätter quasi. So, und jetzt trennt eigentlich der Marcel mit den neuen Blatterl. Also keine 3 Minuten und da ist bei mir nichts mehr. Alle Gößen sind weg. Nicht der einzige kommt dazu, aber man sieht, die kommen der Stickel näher und drehen wieder um. Das ist gewaltig. Also das da ist für mich ein Heiligtum. Ja, aber jetzt gibt es einmal einen Kaffee. Ja, hoi, da meldet sich schon wer. Ja, Freunde, mein gewohnter Gruß. Zuerst noch die ganzen Krankensessel natürlich gesund werden. Und natürlich alle anderen werden mir nicht krank. Prost. Wieder mal schön aus und wieder mal saugut. So, das war's. Ich werde jetzt wieder schön langsam zusammenpacken und werde wieder gemütlich zum Auto zurückschlendern. War wieder gemütlich draußen, schön gemütlich gegessen, Solostoff einmal wieder eingeheizt.
Käfchen, ein bisschen Ruhe gehabt da, optimal, Skistüß, ab und zu hört man einen Flieger, jetzt in weiter Ferne auf der Donau wahrscheinlich ein Schiff. So da. Ja, da brauche ich heute nicht wuseln, da habe ich ja absolut nichts gemacht. Und ja, diesmal können wir, sage ich, ohne Wudlerei, also gehen wir schon langsam zurück. Hört mal. Absolut nichts, herrlich. Hier ist überall herrlich. Ja, da sind die Viere gestanden. Und da gibt es natürlich auch Froschen in dem Tümpel. Ja, Freunde, ich habe jetzt nicht mehr weit, ein paar hundert Meter noch, dann bin ich wieder beim Auto. Ja, da wird es nicht mehr viel Neues geben. Ich sage auf alle Fälle, danke fürs Mitlaufen, fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und sage Servus die Malen und pfiat euch die Buben.